Nach einem wahren Herzschlagspiel steht nun fest, der TSV 1860 wird auch in der kommenden Saison in der dritten Liga weiterhin auflaufen. Die Löwen haben sich mit einem Sieg gegen Fortuna Köln gerettet. Heute bei uns zu Gast. Er ist zum ersten Mal da, freut mich besonders, dass er gekommen ist. Mittelfeldspieler Efkan Bekiroglu. Servus. Servus, hi. Ja, wie sieht's aus? Wir hatten überlegt, ob wir dir so ein Pulsmesser oder so ein Blutdruckmesser ranschrauben, um zu wissen, ob schon wieder Normalpegel erreicht ist. Ja, mittlerweile geht's wieder. Also während dem Spiel war es schon höher als sonst vielleicht mal, weil wir wussten, um was es da geht. Aber ja, jetzt ist wieder alles gut. War so ein Gefühl da, es geht wirklich um den Hals, um den Kopf? Ja, so unter Druck war ich jetzt nicht. Also ich wusste, dass wir dieses Spiel jetzt einfach gewinnen müssen oder auch wollen für uns selber einfach, weil wir uns das einfach selber beweisen wollten. Und ja, das haben wir auch gut hinbekommen dann. Nur du warst nicht so angespannt? Oder hat sich's übertragen? Warst du so ein bisschen der Ruhepol der Mannschaft? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin relativ ruhig immer eigentlich. Aber in dem Spiel war es dann schon mehr. Ich glaube schon, dass da andere dann auch nervöser waren, ja. Aber die Ausgangssituation war ja nun wahrlich angespannt von der Tabellensituation her. Fortuna Köln, so ein direkter Konkurrent. Es ging ja nur wirklich darum, den Abstand mal irgendwo herzustellen zu den Abstiegsplätzen. Ja. Bei einer Niederlage, zum Glück war es ja keine, der klebt jetzt unten dran. Und im letzten Spiel gegen Jena, die auch unten drin stecken, das wäre so ein richtiges Finale geworden. Ja, und das wollten wir halt unbedingt umgehen. Also wir haben die Woche gut trainiert, auch ohne Öffentlichkeit irgendwie. Haben uns voll drauf konzentriert und wir wussten ja auch, dass wir das eigentlich drauf haben. Und ja, das haben wir dann echt gut hinbekommen. War denn irgendwas anders in der Woche vor diesem Spiel? Ja, anders war vielleicht, dass wir Anfang der Woche auch keine Kameras oder keine Medienleute da hatten. Das war, glaube ich, schon anders, ja. Aber ansonsten hat der Trainer versucht, Ruhe reinzubringen. Wir hatten auch viel Spaß. Und ja, aber sonst war eigentlich nicht viel anders, nein. Ist jetzt was anders? Nach dem Spiel, wo klar ist, okay, es reicht, die Punkte sind drin, ihr werdet auf keinen Fall mehr in die Abstiegsplätze rutschen. Ihr könntet ja sogar noch mit einem Sieg in die Top 10 kommen und hättet damit wirklich diesen, man sagt vielleicht so ein bisschen, ja, nur Mittelfeldplatz, aber es wäre ein solider Mittelfeldplatz. Ja, also das ist auch absolut das Ziel, dass wir in Jena jetzt gewinnen. Wir wissen auch, dass Jena gewinnen muss, aber das ist uns dann leider egal für Jena. Das ist absolut das Ziel, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz bekommen. Ja. Karl-Zeiss Jena, die haben schon sich gemeldet. Ausverkauftes Stadion, Ernst-Habel-Stadion im Stadtteil Paradies. Ich wusste ja auch nicht, dass es so heißt. 15.000 Karten weg, hätten weit mehr verkaufen können. Also die werden euch nochmal eine große Nummer liefern. Ja, wir sind ja gewohnt, vor 15.000 zu spielen. Aber ja, sollen sie machen. Wie war es denn für dich, deine erste Saison jetzt hier bei 1860? War absolut geil. Also war sehr, 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 sehr schön. Also die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Allein in München zu leben mit der Familie und alles, mit den Fans. Und das war echt überragendes Jahr für mich. Aber so ehrlich, hast du es dir so vorgestellt? Ich meine, klar, du kommst ja aus der Gegend, hast ja auch schon bei mehreren Vereinen in der Jugend und am Anfang der Karriere gespielt. Du wusstest, was bei 60 los ist. Hat sich das so erfüllt oder hat es gleich noch getoppt? Ja, was heißt wusste? Also man kriegt auch viel mit, man liest viel. Also ich liebe den Fußball, ich lese alles eigentlich. Dann bin ich halt zu 60 und ja, einige Sachen haben sich dann schon bewahrheitet, andere dann nicht. Ja, immer mal wieder schon. Wir werden gleich noch genauer auf sozusagen die Entwicklung, die jetzt ja kommen wird, eingehen. Nämlich, dass es finanziell sicherlich schwieriger wird mit der kommenden Saison. Vorher wollen wir aber dann mal kurze Zusammenfassung uns anschauen. Und Veronika Eck hat einige Daten und Fakten mal für uns zusammengestellt. Fakt ist, auch in der nächsten Saison wird beim TSV 1860 Profifußball in der dritten Liga gespielt. Die Lizenz haben die 60er bereits erhalten, allerdings mit Auflagen. Zur Liquiditätssicherung wird ein Sicherheitsdarlehen vom Hauptsponsor über 2 Millionen Euro abgerufen werden müssen. Außerdem hat der Investor 600.000 Euro zugesagt. Dennoch wird der Etat für die Profis von 4,5 auf rund 3 Millionen Euro gesenkt. Somit werden die Verhandlungen mit Spielern, deren Verträge auslaufen, schwierig und die Verpflichtung von Verstärkungen ganz schwierig. Bei 1860 hoffen die Geschäftsführer auf eine Erhöhung der Sponsoring-Einnahmen. Andernfalls ist für die Spielzeit 2020/21 ein weiterer finanzieller Einschnitt nötig. Du hast noch einen Vertrag für eine Saison. Richtig, ja. Gehst du davon aus, dass du den auch erfüllen darfst? Ich denke schon, ja.
Also Verträge sind ja nicht da, dass man sie dann bricht eigentlich. Also ich gehe schon davon aus, dass ich das erfülle, ja. Aber klar, die Situation ist die, wenn der Etat für den Profibereich noch weiter runtergekürzt wird, einige andere Verträge laufen aus, da ist schon signalisiert worden, da werden wohl einige Spieler, ja Mauersberger zum Beispiel, da wird es wohl nicht mehr verlängert werden. Also es wird auch auf die Erfahrenen verzichtet und wenn kein Geld da ist, noch Spieler dazuzunehmen, die euch ja wirklich verstärken. Klar, du wirst dir doch auch Gedanken machen, wie geht's weiter mit 23, du bist ja mittendrin in der Karriere. Nee, klar macht man sich Gedanken, man macht sich immer Gedanken. Aber im Endeffekt kann ich das nicht beeinflussen. Das ist immer die Aufgabe vom Trainer, vom Geschäftsführer. Ja, also ich konzentriere mich eigentlich ausschließlich auf den Sport. Ich glaube, es ist schwer genug für einen Bürokrat, das zu regeln. Was ist denn deine erste Intention? Also wirklich bleiben, egal was kommt? Boah, jetzt haben wir erstmal den Klassenerhalt geschafft. Ja, das ist fix. Jetzt geht aber auch die Planung war ja sicherlich vorher auch schon da, auf der Vereinsseite. Mhm. Aber jeder Spieler einzeln, kannst mir nicht erzählen, dass du da nicht auch schon dir deine Gedanken gemacht hast und sagst, wie würde ich denn im Falle, sei es Abstieg oder weiß ich, Verkürzung des Etats, wie werde ich garantieren? Also Stand jetzt bleibe ich definitiv. Also wir haben jetzt auch schon gute Gespräche gehabt mit Herrn Gorenzel. Aber ja, im Endeffekt habe ich noch ein Jahr Vertrag. Und ich gehe davon aus, dass ich den erfüllen werde. Was erwartest du für die nächste Saison, wenn es dann wirklich weniger Geld gibt, Kader vielleicht sogar kleiner wird? Boah, also um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll eigentlich alles. Also wenn du jetzt mit noch weniger Geld, wie das gehen soll? Ja, also wenn da wirklich so viel weniger Geld jetzt da ist, ich weiß nicht, wer da jetzt gehen muss oder ob da überhaupt jemand kommt. Also ich stelle mir das echt schwierig vor für die Leute, die das da also arbeiten müssen dafür. Das ist wirklich nicht leicht, glaube ich. Bisschen was mitbekommen mit den anderen Spielern? Es gibt einige, die sind ja wesentlich jünger als du. Mhm. Eine Handvoll, das sind die Eltern, die Gestandenen. Du bist ja so ein Bindeglied vielleicht da. Ja, kann man vielleicht sagen. Also klar kriegt man mit, zum Beispiel jetzt im letzten Heimspiel, Christian Köppel, eine absolute Legende, glaube ich, im Verein. Das war sein letztes Spiel jetzt. Und ja, hat dann auch geweint und alles und das geht einem schon nah dann. Also solche Sachen kriegt man schon mit klar, was die Spieler jetzt anbetrifft. Ist auch so ein Gefühl, dass du sagst, Mensch, warum kann man den nicht halten? So einen, warum bleibt so einer einfach nicht? Ja gut, das ist halt Fußball. Da gibt es Abgänge, Zugänge. Das ist halt das Geschäft leider. Das kann man nicht beeinflussen. Manchmal ist das so. Bist du zufrieden mit deiner ersten Saison? Du hast 27 Ligaspiele gemacht, 5 noch im Toto-Pokal. Ja, also ich bin mit meiner Entwicklung schon zufrieden eigentlich. Klar habe ich mir erhofft, dass ich vielleicht mehr Tore mache, mehr Vorlagen, was mich eigentlich auch auszeichnet. Aber ja, so rundum bin ich eigentlich ganz recht zufrieden, ja. Was waren sportlich so die Situationen oder die Punkte, wo du sagst, deshalb gab es immer wieder diese Auf und Abs. Ihr hattet im Februar, März eine Phase, 5 Siege in Folge, auf Tabellenplatz 5 und es haben, glaube ich, noch 6 Punkte gefehlt. Dann wärt ihr auf dem Aufstiegsplatz gewesen. Und da ist dieses Wort mit A, Aufstieg, gefallen. Ein paar Wochen später kam das Wort mit A, Abstieg. Also die Extreme sind ja wirklich sehr stark. Ja, das können wahrscheinlich nur Leute verstehen, die selber Fußball spielen. Im Fußball gibt es halt solche Momente, da wenn du ein Spiel verlierst, das zweite auch, dann bist du vielleicht in so einem Strudel drin. Und da rauszukommen, ist wirklich nicht einfach. Das können die meisten nicht verstehen. Aber das ist wirklich, wirklich sehr schwer. Und andersrum, wenn du drin bist, dann bist du halt irgendwie drin und es läuft irgendwo auch von selber. Aber ja, es gibt halt Sachen, die kann man manchmal einfach nicht erklären. Jetzt seid ihr gerade drin, bleibt drin. Wäre schön, dass die Saison dann vielleicht so für euch ausklingt und dann, ja, einstelliger Tabellenplatz. Das wäre ja schön, Top 10. Ja. Wäre eine coole Sache. Auf jeden Fall, ja. Vicky, danke, dass du da warst. Gerne.